Moin moin und herzlich willkommen zur vierten Mission der russischen Kampagne Krieg im Norden. Schön knackiger, einfacher Name. Ich würde sagen, dann legen wir auch direkt mal los. Die Armee des Zaren ist in der Offensive und man hat euch den Befehl erteilt, ihre Nordflanke zu beschützen und eine regelmäßige Versorgung an Vorräten für den Zaren zu gewährleisten. Ihr müsst in regelmäßigen Abständen Nahrung, Kohle und Eisen einsammeln und flussabwärts senden. Ansonsten kann die russische Armee nicht mit ihrem geplanten Vorstoß fortfahren. Örtliche, litauische und polnische Magnaten werden euch ständig ein Dorn im Auge sein. Also drängt sie entweder zurück oder erobert ihre Ländereien. Verstanden. Um zu gewinnen, müsst ihr alle Gegner blau, grün und violett besiegen. Ihr verliert, wenn euch keine Truppen mehr zur Verfügung stehen oder wenn ihr die Armee des Zaren nicht mehr versorgen könnt. Im Norden liegen die Besitztümer des schwedischen Königs. Schweden ist nicht an diesem Krieg beteiligt. Ihr dürft also keinen Schritt in die Ländereien setzen. Verstanden. Ah, mal wieder eine Baumission. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Dann brauchen wir mal ein paar Bauern. Ehrlich gesagt würde ich noch ein paar mehr Stadthallen bauen. Dass das hier mal ein bisschen schneller vorangeht. Was haben wir hier? Einen einzelnen Kommandanten und eine Handvoll Truppen. Das ist jetzt natürlich nicht die große Masse. Ist das nicht meine Werft? Aber nicht. So, Bauern, Bauern. Das würde ich sagen, scouten wir doch mal ein bisschen. Nicht mehr in Stritzen, bitte. So, auch einmal bauen. Kann ich eine Werft bauen? Vermutlich, aber noch nicht. Ich habe kein Lagerhaus. Ich brauche eins an Stein auf alle Fälle. Und eine am Holz. Dann machen wir mal... So. Würde ich sagen... So, haben wir 10 auf Stein. 10 am Holz. Eine Schmiede brauchen wir auf alle Fälle. Na, helft mal mit beim Bauen. Ach, hier sind ganz viele Bauern, habe ich gar nicht gesehen. Gar nicht aufs Feld geschickt. Ich habe mich schon gewundert, dass das so langsam wird mit den Bauern. So, Feldarbeit verbessern, Feldarbeit verbessern. Dann können wir hier die Minen nochmal einnehmen. Sehr schön. Habe ich alles drei abgedeckt. Der Rest ist... Ich gehe erstmal auf Eco. Kann ich ab... Nee, ich kann nicht ins 18. Jahrhundert. Okay. Ich kann aber Türme und Mauern sogar bauen. Das ist natürlich schön. Ich glaube, ich würde sogar mal eine Palisade bauen. Noch nie eine Palisade gebaut. Ja. Also, okay, so geht das. Ja, dann werden wir die auch mal direkt verbessern, würde ich sagen. So. Einen Markt können wir nochmal gerade bauen. Ansonsten baut hier mal zwei Baracken, brauchen wir auf alle Fälle. Stall dazu. Einmal die Minen auffüllen, bitte. Ich würde sie auch direkt noch schon mal ein drittes Mal verbessern. Dann habe ich sie gleich auf maximaler Stufe. Ja, andere Ressourcen sieht das gut aus.
Und im Zweifelsfall kann ich ein bisschen was verkaufen. Es ist an der Zeit, Vorräte an die Armee des Zaren zu senden, Meister. Gib bitte den Befehl, die Schiffe mit 10.000 Nahrung, 5.000 Kohle und 5.000 Eisen zu beladen. Ja, okay, das ist nicht das Problem. Na gut, so soll es sein. Ach, ich kann gar nicht rausgehen. Interessant. Ich brauche definitiv eine Akademie. Hilft mal bitte beim Bau. Die alle voll gemacht? Nee. Hier können ein paar rein. Oh, ich habe eine Fähre mit Truppen. Sicher jetzt erst. Lad hier mal eine ab. Ich will mal gucken, ob hier was ist auf der kleinen Insel. Okay, erscheint nicht zu sein. Ganz scouten. Das ist doch ein Schatz. Ha, habe ich mir nur gedacht, dass sie hier was verstecken. Oh, Gegner. Bitte alle. Die machen mir meine Mauern kaputt gemacht, ne? Würdet ihr bitte aufhören damit? So. War noch nicht fertig. Zumindest habe ich ein paar Truppen. Ja, der... kann da meinetwegen noch bleiben, ist mir jetzt auch egal. Okay, dann schicke ich schon mal direkt 5 hier hin. So, einmal die Nahrung verbessern. Dann ein paar Generäle. Mit einem sperrbewaffneten leichten Reiter. Das sind die Vityas. Ne, ich mach die leichten. Richtig zurück an die Arbeit geschickt. Mein Fehler. So, aber ich brauche auch noch eine Kanonenfabrik. Da komme ich nicht drum rum. Einmal die Ernte verbessern. Und schon der nächste gegnerische Trupp. Es folgt hier Schlag auf Schlag. Hier nochmal 10 als Holz, bitte. Und nochmal 10 an Stein. Falls sie das gleich brauchen. Wollen wir das verbessern? Doch, das verbessere ich auch nochmal. Habe ich schon ein paar Reiter gebaut. Ja, sehr gut. Dann kann ich ein bisschen scouten. Haben keine Rennentruppen mehr überall rumstehen gehabt? Ja, scheinbar nicht. So. Warte mal, kann ich die Karte hier aufdecken? Natürlich nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Komisch, dass das manche Völker scheinbar nicht können. Vermutlich haben sie noch nie einen Heißluftballon oder sowas erfunden. Ach, da ist auch eine... Es ist jetzt an der Zeit, Vorräte an die Armee des Zaren zu senden, Meister. Gib bitte den Befehl, die Schiffe mit 10.000 Nahrung, 5.000 Kohle, 5.000 Eisen zu beladen. Ach, ist immer die gleiche Menge.
Na gut, so soll es sein. Dann ist natürlich billig. So. Hier ist eine Mine. Da ist sogar eine Goldmine. Ist auch noch eine Mine. Da sind gegnerische Truppen. Was ist das? Das Gegner oder ist das nicht Gegner? Okay, das sind Gegner. Das sind auch Gegner. Kommen die daher? Dann kann ich das zumachen. Das wäre sehr schön. Geht da mal hin und macht das da mal dicht. Ja, überall Minen. Aber auch überall Gegner irgendwie. Die Palisade bitte einmal fertig bauen. Und ein paar Tore reinmachen. Hier ein Tor bitte reinmachen. So, weiter geht's. Freudezeit können die ja nicht mal runtersetzen. Genau. Stelle ich gar keine Lanzen her? Doch. Dauert nur so lange. Dann sammelt euch mal hier bei der Kreuzung. Das sind nur so eine Handvoll Gegner. Ja, okay, das ist kein Problem. Können wir doch bestimmt gerade mit meinen Reitertruppen vernichten, die ich gar nicht habe. Sind die stark, die Gegner? Ich habe wahrscheinlich gar keinen Upgrades, ne? Ja, das ist das Problem. Ach, deswegen baue ich nichts. Ich bin Popcap. Oh, oh, das sehe ich jetzt erst. Der König von Schweden hat selbst ein Auge auf einen Teil des Staatenbundes geworfen. Wir haben die Litauer besiegt. Wir haben die Litauer besiegt und jetzt wollen die Schweden ihre Ländereien erobern. Sie würden wirklich alles tun, um uns vom Meer fernzuhalten. Was sagt der Zar dazu? Sende sofort ein Schreiben an den Zar. Das sehe ich jetzt erst. Oh. Ich wundere mich, warum es die ganze Zeit nicht weitergeht. Wie ärgerlich. Ich habe vergessen, Häuser zu bauen. Reicht das? Da kann ich natürlich lange auf Truppen warten. Macht mal hier bitte ein Tor rein. So. Das? Ja, hatte ich. Da habe ich noch nicht aufgefüllt. Naja. Ganz vergessen. So, verteilen wir noch mal ein paar Upgrades. Ja, viel besser. Ja, ich glaube, ein paar Bauern brauche ich noch, aber viel mehr werde ich nicht brauchen. So. Überlegen, mehr von denen hier zu bauen. Ja. Hier geht mit auf die Feldarbeit. Verbessern wir hier noch einmal die Minen, zumindest auf Stufe 2. Bin ich auch eine Mine? Oder bilde ich mir das gerade ein? Oh, ich habe gar kein Gold mehr. Ach, ich habe nochmal... Ach so, ich kriege dann immer Truppen. So funktioniert das. Ich brauche Gold. Ich gebe Holz und Stein. Ja. Zack. Zack. Ach, sehr nett. Jetzt kriege ich immer wieder Truppen. Ja.
Hatte ich das jetzt verbessert oder noch nicht? Nee, hatte ich noch nicht gemacht. So. Genau, das Gold hier wollte ich einmal einnehmen. Was steht da mal bitte hin? So. Minentechnisch sieht das schon mal ganz gut aus. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch Truppen. Truppen habe ich ja, ich muss ja nur ausladen. Und ein bisschen verbessern. So, da ist jetzt einer vorgelaufen. Ja, gut. Ein Brief des Zaren informiert euch darüber, dass Johann Kasimir von Polen von jetzt an ein Verbündeter ist und dass die Schweden zum Feind erklärt wurden. Jedoch ist der Erfolg Schwedens unumstritten und der Staatenbund steht kurz vor dem Kollaps. Um zu retten, was noch davon übrig ist, hat der Litauer Hetman Radziwill die Seiten gewechselt und wurde als schwedischer Vasall zum König gekrönt. Denn die litauischen Unterstützer werden jetzt für die Schweden kämpfen. Ihr müsst jetzt gegen die Schweden und Litauer zugleich kämpfen. Verstanden. Aha, das ist natürlich nicht so schön. Oh. Die Karte wurde aufgedeckt. Ja, nett. Ach, jetzt ist blau mein Verbündeter. Gerade als ich sie angreifen wollte. Okay. Kein Problem. Ich schicke meine Truppen hoch. Und das ist ein Gegner. Na ja, dann greifen wir die gleich mal an. Ist ja weg. Das ist auch ein Gegner, den können wir auch gerade überrumpeln. Der hat ja nichts. Wir haben ein paar Truppen, da müssen wir gleich mal gucken. Warum stehen da so viele Bauern? Bin ich hier reingegangen? Doch, sind sie. Seltsam. Dann geht mal wieder zurück, bitte. Bip, bip. Hier hinten ist noch einer, die könnt ihr auch nochmal verbessern. Und ich brauche auch keine Bauern mehr, das reicht. So, das ist doch eine schöne Armee. Einmal 36, einmal 36. 40. Was sind das denn? Tataren? Ich habe türkische Tataren. Interessant. Ja, das ist so. Die können wohl keine Gruppe bilden. Guck mal, blau macht das schon alleine. Ja, sauber. So geht das. Gut, dass Polen auf meiner Seite ist. Die besiegen die schon fast echt alleine, ne? Jetzt habe ich diese Bogen-Heinis. Was machen die eigentlich? 15 Pfeilangriff und Brandfall 140. Ist wahrscheinlich nur gegen Gebäude. Tatsächlich können Gebäude angreifen. Oder? Ja, doch. Ist natürlich nicht schlecht, ne? Braucht man keine Kanonen. Ja, dann nimmt das ja auch nochmal gerade ein. Das ist natürlich schön, dass man jetzt die ganzen Gegner alle sehen kann. Dann weiß man genau, wo man hinlaufen muss. Bitte einmal einnehmen. Ich wollte es eigentlich einnehmen, aber okay. Einmal hier oben bitte. Brauche ich das? Nö. Reißen wir ab.
Hier oben sind auch noch Gegner. Oh, relativ starke Gegner. Die werde ich aber, glaube ich, erstmal lassen, ehrlich gesagt. Zumindest die Minen könnte ich einnehmen. So. Dann gehen wir rüber nach Lila und machen das. Ach, guck mal, die nehmen auch Lila. Interessant. Gehen wir hier hoch und machen Lila platt. Mit meiner Verstärkung. Und dann gehen wir direkt weiter und machen die hier platt. Das ist Schweden, ne? Was ist das? Ach, auch Schweden. Zwei verschiedene schwedische Armeen. Ja gut, kein Problem. Ich müsste mal ein paar Kanonen allerdings herstellen, bitte. Ne, 5 Haubitzen und 10 davon. Ich habe schon wieder Popcap. Muss echt mal mehr drauf achten da. Ich bringe aber auch so wenig die Häuser irgendwie. Ich habe doch so viele Häuser gebaut, das kann doch nicht sein. Jetzt aber bitte. Ich auch scheinbar nicht mehr. Polen ist auch schon unterwegs. Die warten schon auf mich. So, einmal bitte hier hin. Ja, die machen wir platt. Zack, zack, zack. Kann ich hier nicht einnehmen? Scheinbar nicht. Okay. Macht nichts, dann gehen wir direkt weiter nach Schweden. Mit unserer Verstärkung. Apropos Verstärkung, kann ich die ein bisschen auffüllen? Zack, zack. Wir müssen noch eigentlich auch 72 werden. Ja, 72, sehr schön. 72. Ja, das ist ein bisschen geordneter. So. Angriff würde ich mal sagen. Ich habe ja nicht so wenig Holz. Holz wird hauptsächlich für den Bau von Gebäuden eingesetzt. Kostet das mich Holz? Ich reiß die mal ab. Glaube echt, dass mich das auch Holz kostet. Also so wie die anderen mich Stein kosten, kosten die mich Holz. Das hätte ich ja nicht gedacht, aber okay. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Gut. Upgrades verteilen. Ja. Steinabbau-Effizienz. Polen greift auch schon an. So, jetzt ziehen sie sich wieder zurück. Wir greifen aber an. Geht so ein bisschen an Kanonen. Aber ich denke, das sollten wir trotzdem schaffen. Hier haben wir nicht viele Truppen. Die haben hier ein paar Lanzenträger. Hier auch nochmal. Und einen kleinen Schwung Musketiere. Hier meine Musketiere sind natürlich jetzt sehr weit hinten. Ist nicht so der
beste Engagement. Ne, es war wirklich kein gutes Engagement. Alle meine Reitertruppen kämpfen jetzt hier gegen die Lanzentruppen, aber was soll's. Wir haben's ja, wir haben's ja. Guck, da rutschen wir so drüber. Wir haben ja auch gute Upgrades, das darf man nicht vergessen. Ja. Jetzt mal den ganzen Quatsch hier mal ab. Oh, jetzt habe ich aus Versehen eine Kanone gelöscht. Das war nicht beabsichtigt. Was ist denn? So, jetzt zerstören wir die Gebäude hier noch. Derzeit können meine Kanonen mal nach oben kommen. Die brauche ich nämlich. Artillerie-Haltbarkeit können wir nochmal verbessern. Bringt natürlich nichts, wenn ich sie wieder lösche. Das war wahrlich nicht clever. Hier könnte ich noch zwei Minen einnehmen. So. Hm? Bauern dabei? Wir Bauern drin. Ist ja witzig. Die soll natürlich nicht mit in der Gruppe sein. Was ist das da vorne? Ja, viel Schaden machen die natürlich nicht. Aber gut, die Masse macht's, ne? 66 Stück. Dann kann man sich das schon mal erlauben. So. Ja, nein, geh da hin. Nimm das ein, bitte. Kannst du da nicht rüberreiten? Das ist doch ein Weg. Hätte ich jetzt gesagt, aber okay. Sollte wahrscheinlich mal ein Weg sein und wurde überflutet. Ja, Pappcap sieht noch gut aus soweit. Über noch Gebäude. Ja. So, komm mal mit. Nimm mal die Goldmine bitte ein. Hier gehen ein paar random Leute rum. Und blockieren, dass ich die Mine nehmen kann. Interessant. Wie nett. Und ich kann sie nicht mal angreifen. Ah gut, jetzt haben wir auch, glaube ich, genug Truppen. Jetzt haben wir auch endlich mal ein paar Kanonen hier. Das sind aber auch viele. Ja, was soll's. Ich gebe noch mal ein paar Upgrades aus. Vielleicht hilft's ein bisschen. Ich sehe gerade, das sind vor allem Witjafs, die ich da habe. Ne? Die haben gar keine Upgrades. Hm. Aber da warte ich jetzt nicht drauf. Das ist mir zu doof. Ich würde sagen, einfach mal Angriff und aufs Beste hoffen, ne? Ich habe hier meine mehrläufigen Kanonen, sind da ein bisschen weit hinten.
Ja, noch läuft es ja ganz gut. Was sind da eigentlich meine mehrläufigen Kanonen? Eine sehe ich hier. Ach, sind beide ganz weit hinten. Naja, gut. Vielleicht reicht es trotzdem. Sieht zumindest ganz gut aus. Ja, knapp. Aber es scheint was zu werden. Auch wenn ich nur noch Ranged-Einheiten überhaupt. Helft mal bitte. Ach, hier habe ich auch noch einen Pull. Pullen stehen hier und chillen, das finde ich natürlich auch nett. Könntet ihr mir mal mithelfen angreifen. Zünde ich die eigentlich automatisch an oder zündet der Gegner die an, bevor ich die einnehme? Ne, da sind jetzt mal die Polen, sehr schön. Ja, gehen wir mal rüber. Gucken wir mal alles, was hier so rumfleucht. Müssen wir gleich die Gebäude noch zerstören, aber das lässt sich nicht vermeiden. Reicht das vielleicht schon, wenn ich alle Bauern töte? Ja, reicht schon. Die Schweden und die Litauer wurden besiegt. Ihr konntet die rechte Flanke der russischen Armee sichern und dadurch eine regelmäßige Versorgung an Vorräten und Munition eine Zahn gewährleisten. Ihr habt alle eure Ziele erreicht. Hurra! Ja, das war doch mal eine angenehme Mission. Auch mal wieder eine Baumission. Schön interessant mit mehreren Gegnern, wobei die eigentlich alle relativ schwach waren. Hätte die Kampagne vielleicht darauf schwer stellen sollen. Ich habe das Spiel vorher nie gespielt, deswegen bin ich jetzt mal von normal ausgegangen, aber also bis jetzt war es alles auf relativ auf der leichten Seite, muss ich ehrlich gesagt sagen. Naja, mal gucken, vielleicht wird es noch schwerer. Wir sind ja auch noch in den Standardkampagnen. Danach kommen noch viele DLC-Kampagnen und die sind bestimmt knackiger. Meistens ist das zumindest der Fall. Aber gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen in der letzten Mission. Das war jetzt die vorletzte der russischen Kampagne. Ich glaube, danach kommen immer noch Kampagnen, also von der originalen. Eins oder zwei, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Und dann noch jede Menge DLC auf alle Fälle. Naja, wir werden sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.